Rosenball 2016. Zum 25. Mal findet der Rosenball in Wien statt. Zum zweiten Mal im wunderschön geschmückten Kursalon Wien. Wir stehen hier vor der Sponsorenwand und warten auf die Ankunft der Gäste. Alles ist hergerichtet. Das Motto ist heuer Märchen und ich bin gespannt, welches Märchen uns heute Abend hier erwartet. Einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Lebensfreude und ein bisschen Party, das ist das, was uns hier. Ich freue mich riesig, Rosenball, es ist ja der Event in Wien, man fällt ja tot um, es regnet, wir müssen einen Schritt nach hinten gehen. Und die Schwester hat mir auch die Augen geöffnet, um eine buntere Welt zu sehen und das alles freier zu sehen, herrlich. Ich kann nur allen danken. Das stimmt wirklich, also ich will wahrscheinlich ein Mütterchen jetzt, das irgendwo sehe ich sie. Wie heißt er denn? Boris. Der Boris. Hallo Boris. Ein walachischer Feuerdrache, 3 Monate alt. 3 Monate alt, also quasi noch ein Baby. Genau. Und der darf jetzt noch auf sein? Ja, ausnahmsweise heute darf er. Miss Candy ist ein Wahnsinn. Und die Gäste sowieso, also es ist immer toll und schön dabei zu sein. Rogers, how you doing, man? How's it going? Yeah, I'm fine. And you? Good. I can't complain. I love it. I love it. Ich bin zum ersten Mal im Rosenball und ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde irgendwie, dass die Gesellschaft hier einfach lustig ist und ich bin einfach voll froh, dass ich dabei sein kann. Und ich habe mir gedacht, das ist mein Wien, das liebe ich. Das da oben ist ja die Belle Poule aus 1765, die Marie Antoinette getragen hat, als Gedenkperücke quasi an eine Seeschlacht, die Frankreich gegen England gewonnen hat. Herzlich willkommen am 25. Rosenball. Ich wünsche euch einen vergnüglichen Abend und hier sind sie, die magischen Worte. Meine Damen und Herren, alles Walzer!
Was hast du dir speziell für den heutigen Abend vorgenommen? Naja, eine gute Show abzuliefern natürlich, weil die Gäste, die wir haben, die stehen im Mittelpunkt und die wollen natürlich entertaint werden. Und ja, und wenn die Show gut läuft, dann geht es mir auch gut und dann habe ich nachher richtig Spaß. Herzlich willkommen beim Rosenball 2016. Und hier ist Ihre Gastgeberin, Miss Candy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. Das gibt's einfach nur in Österreich, dass an einem Abend so zwei so wichtige Staatsereignisse stattfinden, das ist wirklich, mein Ernst, eine Visitenkarte für Österreich in der Welt, der Opernball, aber der Rosenball ist eine Visitenkarte für Freiheit in Österreich, damit ist er genauso wichtig. Wenn wir einmal keinen Rosenball mehr brauchen, um zu zeigen, dass Anderssein völlig normal ist, dann ist alles in Ordnung. Aber das wäre auch schade, wenn es keinen Rosenball mehr gäbe, oder? Nein, es wird eh nicht so stattfinden. So wird es nicht sein. Dieses Jahr möchte ich vielleicht aus gegebenen Anlass sagen, dass Toleranz keine Einbahnstraße ist. Toleranz muss immer in beide Richtungen funktionieren. Man kann nicht Toleranz einfordern und sie selbst nicht leben. Und so gesehen, Toleranz beginnt im eigenen Wohnzimmer. Rosenbaum! CC Rogers bringing you mad love from New York City! Brothers, sisters, yeah. Someday we'll all be free from fighting. Violence, no. People crying in the streets, yeah. When the angels from above fall down. Felt like I was performing at an old clubhouse, like back in the day, like something like a Paradise Garage or a Zanzibar. You know, you're straight, gay, black, white, no matter who you are, we came to have a party, and it's about the music, and it's about unity and love. Gosh, it's emotional. It's a good thing. It's always a good thing when people get along and love each other, you know. I met some beautiful people. You know, remember Barbara Tucker's song? Beautiful people. I felt like I was on a whole bunch of beautiful people. It was kind of like, it was crazy. You had the carnival type of atmosphere. You had people with all these crazy clothes. You had, it was, you know, it was just amazing. But they were just lovely people. Du bist sicher das freizügigste Kostüm des Abends. Hast du schon viele interessante Blicke erhalten heute Abend? Ja? Ja oder nein? Mehr hast du nicht zu sagen. Geht nicht mehr. Dann geh wieder tanzen. So, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Tini Keinrad, Lisa Millett, Victoria Benesch und Ola Ekpovon. How's everybody doing? Such a good feeling, that's where I wanna be. Yeah, babe. Love's the prison of total ecstasy. All right, babe. Come on now. So strong when you're so high. Oh, baby. Meant for you. There is no
Der Abend war so toll, ich kann nicht mal mehr schräg denken. Heute nur noch gerade.